Guten Morgen. Morning, in the morning. Hast du gut geschlafen? Ja. Wir machen heute Car Wellness. Das beste Auto der Welt bekommt eine Autowäsche. Nach 2400 Kilometern darf man mal geputzt werden. Hat er auch gut gemacht, deswegen ist heute Car Wellness. Stierkampfarena, ein bisschen Shopping und was essen. Und was wollen wir noch sehen? Alles drumherum, mal schauen, was wir sehen. Und alles, natürlich safe. Hat wieder die Wanderschuhe mitgenommen, damit sie ganz besonders gut wandern kann. Naja, immerhin sieht man dabei hübsch aus, ne? Ja. Wer schön sein will, muss leiden. Auch beim Wandern. Das Beste ist, dass man einen Pullover dabei hat. Für den Fall, dass es in Spanien im August kalt wird. Dafür hat man einen Pullover mit. Aber gut, hättest du lieber ein paar Schuhe mitgenommen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach unten an den Fuß von der Brücke und das dauert jetzt noch ein bisschen, aber wir glauben, dass wir von da aus sehr gute Aufnahmen sammeln können und einen guten Spot finden für ein paar Bilder, oder? Ja. Problematisch werden für das Schuhwerk von Lotti. Hier ist nämlich eine große Stufe. Hier muss man mehr springen. Das macht dir gar nichts. Na dann. Aber es bleibt spannend. Immer weiter runter. Bisschen spooky auch hier. Der Weg. Geräusch von dem Wasserfall wird jetzt auch immer lauter, wir kommen immer näher. Gleich sind wir da. Weiter geht's.
her. Kannst du mir mal verraten, was wir hier überhaupt machen? Ich kenne deine Abkürzungen. Hier kommt auf jeden Fall schon mal das Wasser an. Naja, immerhin jetzt. Hier kannst du wohnen. Ja, das sieht sehr einladend aus hier. Das ist der Weg hier zwischen. Hier ist kein Geländer, hier geht es direkt runter. Und auf der anderen Seite ist ein kleiner Bach. Und ich? Und Lotti, warte mal da. So sieht das aus. Aber es lohnt sich für diesen Blick hier am Wasserfall entlang. Wow. Jetzt wieder alles hoch. Yay. Gib mein Lebenszeichen von dir, Schatz. Sichtlich geschafft. Packen wir jetzt hier die Heimreise an. Und wir müssen Eis kaufen. Es gibt Eis. Eis für alle. Ab zum Eismann. Was ihr euch mal merken müsst, wenn ihr vorher mit eurer Frau so einen Trip macht, so eine Brücke runter, in so eine Schlucht, dann ist die schon mal ausgelaugt und das Shoppen fällt ein bisschen, bisschen flacher aus. Das heißt, merke, erst mit der Freundin die Experience machen und dann das Shopping vorschlagen. Dann braucht er nicht 2 Stunden shoppen, sondern dann geht das auch mal in einer halben Stunde vielleicht. Also, Karten stehen gut. Eisdiele sehe ich gerade, ist auch schon gefunden. Was gibt es? Ein Vanillemilchshake. Ja, Vanillemilchshake. Mit Sahne natürlich. Do you want to see them? Strawberry caramel. No, thank you. Ich weiß ja nicht, ob das von Vorteil ist, dass du hier heute Orange anhast, ne? Orange ist ja nicht rot, ne? Ja, könnte aber passieren. Meinst du, da kommt jetzt gleich einer um die Ecke? Ja, dann bist du fällig. Wow, wow. Mach mal den Stier. Wie machen Stiere denn? Ja, so. So, abgesehen von der Arena, kann man hier auch mal schauen, wo die Burschen gewartet haben. Und zwar ist das hier. Alles mit Türen, die von oben entsprechend aufgezogen werden können. Und alles mit Falltüren. Hier ist eine riesen Falltür. Die wird dann als allerletztes aufgemacht. Und dann ist das der Weg hier raus in den Kampf. Also hier glaube ich geradeaus, ja, hier geradeaus ging es raus. Das ist jetzt der Weg für den Besucher. Und dann ist man hier draußen in der Riesenarena. Und da ist auch schon der El Toro. Oh,
Shopping für dich. Hier kann man auch shoppen. Ist da was für dich dabei? Willst du was anprobieren? Die Dressrooms sind da hinten. Willst du was anprobieren? Nein. Passt mir nicht. Passt nicht. Ist ein bisschen Historie hier. Da kommt auch nächstes Window schon hin. Das ist für die Girls. Auch nichts dabei? Nee. Auch nichts dabei. Hier geht's wieder raus. Schauen wir, was es draußen gibt. So, wir haben uns entschieden, einen letzten Stop einzulegen auf der Sky Lounge in Puerto Banús. Hello. Die letzten Sonnenstrahlen auffangen in der Sky Lounge Puerto Banús und dann geht's gleich nach Hause ins Bett.